Ich bin halt ein Kämpfer und ich bin jedes Mal wieder aufgestanden. Das habe ich jetzt auch wieder getan und das werde ich auch immer weiter tun. Und wenn ich nicht mehr spielen kann, dann denke ich mit 34, 35. Also ich bin auch noch. Ich habe es mir auch so, wie soll ich das sagen? Ich habe es mir auch so gewünscht, ne, dass ich hier hinkomme zu einem Zweitligaverein. Auch ob wir jetzt Fünfter sind oder Tabellenletzter. Das ist ja jetzt auch egal, aber ich sehe es ja, wie die Mannschaft drauf ist, wie wir trainieren. Und der Platz unten ist für Aachen nicht gut. Und ich habe es mir so ausgesucht, weil ich weiß, dass wir weiter oben stehen können und das werden wir auch tun. Wie gesagt, ich hätte auch ins Ausland gehen können. Aber ich habe eine Familie, ich habe ein kleines Kind und ich möchte, dass meine Familie gut aufwächst. Und meine Tochter muss jetzt auch bald in den Kindergarten, die wird 3 Jahre und wenn ich jetzt ins Ausland gehe, die kann die Sprache nicht und wieder ein neuer Anfang und hier können wir die Sprache und können uns sofort einleben. Das ist halt das Positive. Im Fußball geht alles schnell. Also ich denke jetzt nicht, dass ich jetzt sofort wieder in die Nationalmannschaft komme, aber wie gesagt, wenn man 2 Saisons gut spielt, dann denke ich schon, dass man vielleicht dann nochmal die Chance bekommt. Dann bin ich 29 und habe dann vielleicht mehr Erfahrung. Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Wir sind ja nur junge Spieler da, ne? Ja.